Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen C-Score Overwatch auf das 2. Na okay, warum nicht? Eben, so eine Millisekunde bevor die Aufnahme gestartet ist, hat er einen auf Mitte genutzt. Das war leider nicht mehr drin. Aber ja, es sah fast normal aus. Obwohl er doch so ein bisschen weiß, wo die Herren sind. So. Ja, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr wisst ja, gleiches Livestream, also eigentlich jetzt ab 18 Uhr. Der Schuss war sogar lautlos. Wahnsinn. Ab 18 Uhr ist heute wieder Livestream. Also eigentlich sind wir schon live. Ich denke, ihr schaut das Video nach 18 Uhr, da es erst um 18 Uhr online geht. Und ja, kommt ran. An den Speck ist im Moment auch noch, sogar noch ein Bunnyhop Skara rippt. So. Ja, es... Oh mein Gott. Das ist ja alles. Das ist ja Other External Assistance und Aim Assist und Vision Assist. Der juckelt ja komplett rein. Also wenn er gleich noch seine Mates anballert, hat er die volle Geschichte am Start. Alter Verwalter, Wahnsinn. Ich überlege gerade, ob das Krasseste ist, was wir jetzt hatten, also in Form der Menge. Hatten wir schon Leute, die so viel anhatten, gleichzeitig, also alles Mögliche? Bin ich ganz sicher. Oh mein Gott, Koller die Waldfee. Ja, also ihm ist 100% klar, dass der Account weg ist. Oh, es gibt im Moment gerade die 5-7 Hyper Beast ab Susan im Livestream. Und eben auch, wie immer, andere Skins und auch noch ein Graffiti und so weiter. Also wer darauf lustig ist... Krass, wie schnell er über die Map halt springt, ne? Mit dem Bunnyhop. Ich war gerade eben so minimal fasziniert. Hinter ihm kommt gleich jemand, dass er den jetzt nicht sieht. Er müsste einfach nur hinter sich schauen. Passt auf, der Cheater könnte gleich gekillt werden. Ah, nice, oh mein Gott. Und schon haben die CTs gewonnen, habt ihr das gesehen? Schon haben sie gewonnen. Sobald Mr. Hundebock ausgeschaltet ist, haben sie direkt das Spiel in der Tasche. Na, okay. Aber jetzt haben sie halt wiederum kaum eine Chance. Oh... da irgendwas zu regeln. Es zackelt und lockt so haarig rein. Das ist, ja, wortwörtlich unfair eben einfach, ne? Wie es halt so ist. Gerade wenn man so reinhasselt wie er. Krass. Ja, Livestream, pipapo. Und so weiter und so fort. Overwatches kamen jetzt in letzter Zeit recht selten. Wobei ich auch sagen muss, ich habe ja die Woche 2 Tage generell kein Video gebracht. Also weil ich einfach zeitlich gesehen eher... sehr eingeschränkt war nur. Und darum eben nichts machen konnte. Ihr wisst ja, meine Freundin hat dann im Moment Urlaub. Und wir sind gerade am Renovieren. Also, ja, renovieren jetzt gerade das Schlafzimmer. Und fuhrwerken eigentlich immer am Haus rum. Das muss halt Lave da, weißt du, wie es ist, muss Lave. Und darum kam am, ich glaube am Mittwoch kam keins und am... Alter, wie er ihn sogar blockt, wie er ihn fast in den Tod reingeblockt hat. Das ist ja schon fast Raving, Monsieur. Wann kam kein Video? Ich glaube, am Montag oder Mittwoch kam jeweils kein Video. Ich hätte zwar mittwochs eins gehabt, aber das war dann so, es war so spät, dann hätte ich es dann gerendert und hochgeladen, wäre es wahrscheinlich um 3 Uhr nachts oder 4 Uhr dann eben online gekommen. Und das ist keine gute Zeit zum Publishen von Videos. Guck, wie er da wartet, dieser dreckige Sack. Es ist echt so widerlich, oder? Es ist einfach... Oh, was war das denn? Er lockt jedes Mal auf den, der näher ist und regt sich schon auf, weil er ihn nicht kriegt, dieses Stück Scheiße, ey. Es ist schon echt, also da fällt er auch noch. Es war ja ein Cheat-Fail gerade, also allerhöchster Güte. Die Aim-Geschichten sind mitunter so eingestellt, dass sie auf den Gegner zielen, automatisch der als nächstes bei Aim steht. Und der auf Short war eben etwas näher. Und darum hat er dann jedes Mal einfach auf den Short gelockt, obwohl er den gar nicht treffen konnte. Und auf die Leute auf Long schießen wollte. Hat er sich selbst gefistet, ja? Geschieht ihm gerade recht. Also so ein dreckiger Hund. Das ist nicht mehr normal. Wie kann man nur so minderwertig sein? Das ist, guck mal, wie er rumzappelt sogar, weil es nicht klappt dann. Dieser Bastard, dieser eklige. Ja, naja, ich hoffe, dass wir heute Abend auf niemanden treffen. In den Streams bleiben wir eigentlich oft davon verschont. Natürlich ist es auf dem zweiten Account dann schwierig, ne? Wenn dann mehrere, ich sag mal, Smurfs miteinander spielen und die rote Nachricht kommt, Achtung, Trust ist komplett zerstört, dann und dann auch Non-Prime, dann kann natürlich schon mal ein maliges Game bei rumkommen, aber das hatten wir auch schon lange nicht mehr. Das hatten wir, glaube ich, jetzt erst 2 Mal, jetzt seit diese ganze Trust-Geschichte am Start ist. Und da wussten wir halt auch schon, das wird wahrscheinlich eher nichts, schon in der Lobby. Aber naja. Ja, dafür sind die High Games ja eigentlich immer. In High Games hat man, glaube ich, noch nie irgendwie großartige Probleme. Gleich gibt es da diverse Leute, die dann gerne mal sagen, so wie im letzten, also gestern. Das haben wir ja da. Wir waren dick am Gewinnen. Auf einmal haben die Gegner halt so ein bisschen besser gespielt, beziehungsweise wir schlechter. Und dann haben schon zwei Leute haben gemeint, oh,
Ja, voll merkwürdig, oder? Dass sie auf einmal... Und wir haben sie trotzdem gefistet. Also wir haben sie komplett zerstört. Das ist immer Wahnsinn, wie schnell Leute meinen, da irgendwas zu erkennen. Dabei haben die Gegner halt auch endlich mal, oder für sie endlich mal ein bisschen Time-Luck. Und nicht immer nur wir. Wow. Das geht aber schnell aus. Früher ist es immer kurz so hängen geblieben. So, wie sieht es jetzt hier aus? Das ist ja das Neue. Aim Assistance. So, okay. Vision ist auch drin. Schön, dass es jetzt so untereinander ist. Ist es irgendwie, ist es übersichtlicher? Ich weiß es nicht. Ada war auch drin. Und hier waren die Evidenzien insuffizient. So. Das war's, ne? Submit. Fertig ist der Lack. Zack, zack. Wie er noch die Animation macht, kann man die irgendwie triggern, dass er die ständig macht. Nee, ne? Naja, okay, Leute. Alter, droht er mir gerade. Leute, wie gesagt, Livestream jetzt im Moment. Kommt ran an den Speckes. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Es gibt jetzt auch wieder, oder wie immer, ein kleines Giveaway am Ende. Ein random CSGO-Skin. Ihr müsst nur, was sollt ihr schreiben? Hört ihr die Musik gerade? Das schreibt ihr jetzt einfach. Hört ihr die Musik jetzt gerade hier im Moment? Ja oder nein? Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Musik.